Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an genau diese Momente in Le Mans erinnern. Ich hätte niemals gedacht, dass Ford bei 24 Stunden von Le Mans mitfährt. Ne? Also, dass es einen Ford GT3 gibt. Das ist irgendwie so ein Mustang GT3. Das ist irgendwie so ein Ding. Hätte ich niemals geglaubt. Aber sieht geil aus, ne? Das ist doch mal ganz was anderes. Würde kein Mensch, der das Ding sieht, würde glauben, dass der irgendwie auf dem gleichen Niveau fährt wie Porsche, wie Ferrari und so weiter. Ne? Da war schon gestern diese Aussage so, ah, die Amis, was wollen die hier? Ne? Da darf man eigentlich gar nicht so voreilig sein. Ne? Und jetzt zieht euch bitte mal rein, was ich euch heute vorstellen darf. Der neue Ford Mustang in der 7. Generation. An der Stelle muss ich als allererstes einmal sagen, ich kriege von Ford für dieses Video kein Geld, aber ich finde es einfach mega cool, dass ein Konzern wie Ford mein Le Mans Video sieht, wie Max und ich dort die GT3 Mustangs abfeiern und dementsprechend sich bei mir melden und sagen, hey Philipp, wir stellen dir mal einen Ford zur Verfügung, test ihn einfach mal, hab einfach mal ein bisschen Spaß mit. Und genau das werden wir jetzt tun. Als allererstes würde ich euch das Auto gerne mal vorstellen. Was haben wir hier überhaupt? Ford Mustang, 7. Generation, kommt ursprünglich aus Amerika, Sportwagen. Ich glaube aus den 60ern, 64, so in dem Dreh. Immer noch bis heute V8, 5 Liter Hubraum mit 446 Pesen. Das heißt, hier ist richtig Hubraum am Start. Also das hier ist ein Ford Mustang GT. Das heißt, ihr müsst einfach, wenn ihr dieses Video seht, einmal bei Ford in den Konfigurator klicken. Weil es ist wirklich krank, wie wenig man da konfigurieren kann. Also es gibt einen normalen Ford Mustang, dann gibt es den GT und bei beiden Fahrzeugen kann man nur ein ganz bisschen spielen an Ausstattungssachen. Das heißt, die Farbe kann man wählen, man kann die Bremssättel, wenn man will, in Rot machen. Innenraum ist immer genau so, da kommen wir später zu. Und dann kann man noch diese GT-Verspoilerung von außen dran machen und that's it, mehr geht nicht. Jetzt muss man halt dazu sagen, so ein Fahrzeug, wie es hier steht, kostet um die 60.000 Euro. Was für Neuwagen mit V8 Heckantrieb wirklich, ja, würde ich sagen, moderat ist. Immer noch viel Geld, 60.000 Euro. Aber wenn man so sieht, was so andere Hersteller mittlerweile für deutlich kleinere Autos nehmen, glaube ich, ist das schon fair, wie du schon sagst, ja. Die große Frage ist nur, ist das immer noch so wie früher, dass hier Ami-Technik verbaut ist? Oder sind die neuen Mustangs, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Mustang, mein Vater sagt immer Mustang. Also in Deutschland wird man natürlich Mustang aussprechen, ne? Aber eigentlich ist es ja ein Mustang. Es ist ein Mustang. Wie ist die Technik von den Autos? Kann man sowas mittlerweile kaufen? Kommt das an ein europäisches Auto ran? Ich habe wirklich rein gar keine Vorstellung oder Ansprüche. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was mittlerweile in Sachen Ford Mustang so geht. Erstmal die größten optischen Veränderungen zu dem Vorgänger. Scheinwerfer, deutlich flacher und LED in die Länge gezogen. Ne? Dann gleich auf der Rückseite, also das sind zumindest Sachen, die mir sofort auffallen, als auch positiv auffallen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als das Fahrzeug angeliefert wurde bei mir, war ich persönlich, ich habe aus dem Fenster geguckt, gleich so, boah, cool. Weil ganz ehrlich, so die Heckansicht, ich habe es beim alten wirklich gehasst, das Vorgängermodell war hier immer schwarz. Das war halt klassisch von früher. Ich persönlich fand, dass das nicht mehr so up-to-date war. Jetzt ist der Mittelteil mitlackiert. Das sieht einfach viel, viel moderner aus. Ne? Immer noch die alten Rückleuchten, so mit diesen Streifen drin. Also die alten nicht, sondern die alten auf neu. Aber ich finde das geil, dass sie so mit diesem Winkel da drin... Irgendwie schon, ne? Richtig gut, ja. So, eine Sache kann ich euch vorab schon mal sagen. Ich hätte es niemals geglaubt. Die ersten Meter, die ich mit diesem Auto gefahren bin, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Community hinter einem Ford Mustang steckt. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist auch ein bisschen an der Realität dran. Ich wurde auf das Auto öfter angesprochen als auf das eine oder andere Auto im Fuhrpark. Ne? Also wirklich ganz viele, ey, ist das der neue Ford Mustang, darf ich da ein Foto von mitmachen und so weiter. Ne? Also das, da muss man schon sagen, krass, da hat es Ford definitiv seit den 60ern geschafft, eine Ikone, einen Sportwagen aufzubauen. Kleines Gimmick hier auch noch. Hier sieht man alle 7 Generationen von dem Fahrzeug, die Silhouetten. Na jo, das ist cool. Erste Modell, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Und da sieht man auch ganz gut, ich hoffe mal, das wird hier maßstabsgetreu umgesetzt sein, wie ähnlich diese Silhouette bleibt. Und Ford Mustang halt auch ganz bekannt für diese Partie. Also
dass das Heck so ganz flach nach hinten rausgezogen ist. Und bei den früheren Modellen, es gab auch ein paar Modelle, die waren hier sogar mit Lufteinlässen, glaube ich. Oder auf jeden Fall geschlossen, aber gar keine Scheibe. Dafür, dass jetzt hier eine relativ humane Felge drauf ist, ich glaube, das kann man auch mal so aussprechen, diese Felge mit dem dicken Reifen drauf, da geht auf jeden Fall viel, viel mehr, weil ich glaube, das wollen wir rauskriegen, wie potent dieses Fahrzeug ist. Wenn ich mir die Bremse angucke, kann dieses Auto, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen was. Weil guckt euch das mal an. Das ist eine 19 Zoll Felge oder sogar eine 20 Zoll. Eine 19 Zoll Felge, die ist komplett ausgefüllt. Dadurch, dass die Scheibe keine Löcher hat, sieht die jetzt nicht so groß aus. Aber guckt euch mal diesen fetten Brembo-Sattel an. Das ist so ein Sattel mit so einer Scheibe, das würde ich sagen, sind mindestens 390, vielleicht 400 mm. Und selbst hinten ist hier so eine fette Bremse drauf, mit einem fetten Sattel. Und wer genau hinguckt, noch einen zweiten Handbremssattel, aber da kommen wir später zu. Ich war vor, wann war das? Das war vor Corona. Das muss 2019 gewesen sein, das erste Mal in Amerika auf der SEMA. Und da war ich schon fassungslos, was Ford Performance alles zum Konfigurieren für diese Autos anbietet. Also du kannst dir im Katalog einen Drag Racer zusammenbauen mit verschiedenen Hinterachsen und so weiter. Also da ist Ford wirklich ganz vorne in Amerika, ich sag jetzt mal vorsichtig, im Kundensport, dieses Auto beliebt zu machen. Aber meinst du nicht, dass so, man kann nur wenig auswählen? In Deutschland jetzt hier. Ah, okay. In Deutschland hier, aber in Amerika Ford Performance, ich weiß nicht, wie das dann damit Zulassung ist, aber du kannst dir theoretisch ab Werk in dein Mustang einen Überrollkäfig reinbestellen. Du kannst dir hinten eine gesperrte Achse dran machen, verschiedene Achsen. Du kannst wirklich, wenn du willst, einen Drag Racer mit Slicks machen. Also da geht richtig viel in Amerika. In den USA wahrscheinlich kein Problem. Ja, in den USA wird das dann natürlich, da ist halt alles egal. Also ich glaube nicht, dass sie damit dann auf der Straße fahren. Das ist schon eher für einen Kundensport gedacht. Aber ja. So, wir haben zum Glück einen 6-Gang-Handschalter. Gibt es auch noch als 10-Gang-Automatik. Aber ich habe darauf bestanden, ich will einen Handschalter haben. Weil was gibt es bitte Geileres als ein V8 und Heckantrieb und Handschalter? Da ist er. Also erstmal geil, also wirklich geil, dass Ford bis heute da einfach mal einen 5 Liter V8 baut. Kein Turbolader, kein Downsizing. Es gibt in dem Fahrzeug allerdings auch einen Vierzylinder, schon über mein Haupt. Aber hier schlummert immer noch ein 5 Liter V8 als Schalter. Das weil ich den Vierzylinder echt oft sogar schon gesehen habe. Echt? Aber also ich habe ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet, weil ich hatte das Auto wirklich bis Le Mans so gar nicht auf dem Schirm. Weil ich die sechste Generation davon mit dieser fetten Blende, den sieht man halt wirklich häufig. Ne? Den fand ich auch echt nicht so cool. Aber der hier ist schon so. Doppelansaugung, Doppel-XXL-Ansaugung, wie ihr seht. Ja, wie ich schon gesagt habe, 5 Liter Hubraum, 446 PS, 540 Newtonmeter. Ja, was soll ich sagen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Einzige, was ich sehe, immer noch eine ganz normale herkömmliche Saugrohreinspritzung, also kein Direkteinspritzer oder irgendwas. Dann auch cool, direkt Domstrebe und eine weitere, also so eine Art Y-Strebe, wie man aus dem Rennsport kennt. Und was auch gleich auffällt, ist, wenn man von der Seite drauf guckt, wie weit der V8 hinten sitzt. Also er sitzt schon, er fängt auf der Achse an und geht dann nach hinten. Selbst da versucht man immerhin so ein bisschen auf Thema Gewichtsverteilung zu gucken. Wobei, Thema Gewichtsverteilung ist eine gute Sache, den müssen wir auf jeden Fall gleich mal wiegen. Ich gucke mal als allererstes, was überhaupt im Schein drin steht, wie viel der wiegen soll. Auch geil, steht ein Leergewicht drin von 1851 bis 1883. Mhm. Ja, ist kein leichtes Auto, muss man schon so ehrlich sagen. Weil dafür, dass es dann auch nur ein Schalter, ein V8-Sauger mit Heckantrieb ist, ist es schon andererseits auch ein großes Auto. Ich meine auch hier... Ist schon sehr groß, ja. Ja, auch hier geht das los mit Passantenschutz und Airbags und dies und jenes und so weiter. Keyless Go, guckt euch alleine auf der Scheibe wieder die ganzen Kameras an. Ja, also wenn er wirklich die 1800 gleich wiegt, wir werden die auf jeden Fall mal wiegen, ich habe mir allerdings gerade vollgetankt, dann, ja, doch, dann kann man da schon so dafür, das guckt euch alleine mal diese Sessel da drin an. Thema Interieur, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nichts erwartet. Bin maximal überrascht worden, weil das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt auch keine Werbung oder so, finde ich wirklich cool. Also cool im Sinne von, dass sich da definitiv was getan hat. Man hat ein riesen Digitaldisplay, allerdings, was ich halt cool finde, immer noch ein paar Knöpfe. Das heißt, man kann immer noch laut leise machen, Motor starten, hat noch so ein bisschen einen Knopf zum ESP ausmachen, hat so einen Knopf für den Mustang-Mode, da kann man so verschiedene Modi reinmachen. Dann, klar, Schalter. Was man sich hätte allerdings sparen können, ist die Rücksitzbank, weil sie ist eigentlich dafür gedacht, dass man da drin sitzt. Das geht auch, aber selbst bei mir, der gelenkig ist,
Beinfreiheitstechnisch würde das noch klar gehen. Keine Ahnung, wenn meine Frau jetzt davor sitzt, hätte ich hier schon gut Platz. Aber wo soll ich meinen Kopf hin? Also, das hier ist im Weg. Ich kann entweder nach hinten gehen und so drin liegen. Ich guck mal. Das sieht gut aus. So drin liegen oder man kann halt nur so und so ist es dann halt so schräg in der Mitte. Also das ist wirklich, ich sag jetzt mal, eine Notrücksitzbank, die halt für die Kiddies geeignet ist. Ne? Alles Weitere gleich bei der Probefahrt. Aber bevor wir ihn wiegen, eine Sache will ich euch noch zeigen. Das ist Sound. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für ein Serienauto. Ich gehe mal nach hinten. Für ein Serienauto ist der Sound wirklich gut. Das ist von hinten schon echt laut. Ist seit langem im Auto, wo ich glaube ich gar keine andere Abgasanlage anbauen würde, weil selbst wenn man mal so im Tunnel beschleunigt, so, das Ding macht schon richtig kaputt. Also soundtechnisch auf jeden Fall gibt von mir einen Pluspunkt. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da fragt man sich bei anderen Herstellern, warum die ganzen neuen Autos so extrem leise sind. Es scheint ja hier auch zu gehen. Das hat so ein bisschen garantiert wieder was mit Zulassungen zu tun. Ich habe mal so ein bisschen vorhin gegoogelt. Das Vorgängermodell wurde von 2015 bis jetzt in Deutschland 28.000 Mal zugelassen. In 8 Jahren. Hm. Also die Stückzahlen von diesen Fahrzeugen auf der Straße sind wirklich nicht viel. Und ich weiß nicht, ob man darüber vielleicht irgendwie eine andere Abgasnorm bekommt, was die Lautstärke angeht. Mit Sicherheit wird das Fahrzeug mit Klappe zu in diesen Regelzyklen, wo er halt leise sein muss, deutlich leiser sein. Maja, wir können ja mal, gut, dass du es ansprichst. So, das ist jetzt Klappe auf, also Rennsport. So, jetzt machen wir die Klappe zu. Geil finde ist, Klappe zu, hört man nur den V8. Das ist halt ein V8-Motor ist, Klappe auf, kommt halt so ein richtiges Auspuffgeräusch. Geil. So. Ja. Also man hat mit dem Auto auf jeden Fall ein Grinsen im Gesicht, das muss man definitiv sagen. Jetzt wiegen wir noch einmal, weil ich will wirklich wissen, was hier so gewichtsverteilungsmäßig geht. Heiliger Moment, wir werden es noch viele Male tun, aber es ist tatsächlich das erste Auto, was wir in der neuen Halle hier wiegen. Stopp. Ja. Alter, da hat sich Ford mal nicht lumpen lassen. 1875 Kilo, Tank voll mit mir drin. 1873 Kilo. Das heißt, Ford hat sich tatsächlich mal die Vorgaben gehalten, weil viele wissen gar nicht, Leergewicht im Schein ist eigentlich mit, ich glaube, 80% Sprit und 75 Kilogramm Fahrer. Und was halt auch wirklich gut ist, mit mir als Fahrer drin, 54 zu 56 Gewichtsverteilung. Ja, das ist sehr gut. Also noch besser wären natürlich 50-50 oder 45-65, weil halt Heckantrieb, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Okay, Gewicht passt, Preis passt, jetzt wollen wir wissen, was man kann. Probefahrt. Ford Mustang, bist du schon mal gefahren? Ford Mustang oder noch nie? Also noch nie. So in Vergangenheit, ja, schon mal nee. Mustang? Ich glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Für mich ist Ford Mustang eher so V8, Dreigang Automatik. Und so Oldtimer einfach. Ja, okay. Das, ne? Ja, okay, die alten Dinger, klar. So, da ist das hier natürlich schon ganz andere Liga. Wie ich schon sagte, voll digital. Ich persönlich find's cool, weil man kann nämlich folgende Sachen machen. Also einmal normal wählen. Sport. Ein bisschen was von Lambo. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie so, ne? Ja, auch von den Farben sogar. Ja. Dann Rennstrecke. Ist halt wirklich schon spacig, ne? Ja. Aber geil irgendwie. Und jetzt mein Favorite eigentlich. Ja, cool. Kann man auf alt machen. Ja. Also zack, ist irgendwie direkt, ist direkt altes Auto, ne? Dann können wir hier, das finde ich auch cool, Messdaten direkt im Display. Das ist ja genau was für mich, der gerne Sachen liest. Zylinderkopftemperatur, da habe ich noch nicht rausbekommen, ob das wirklich eine Kopftemperatur ist oder Wassertemperatur ist. Motoröltemperatur, Öldruck, Ansaugluft, jetzt kommt Sättigungsverhältnis. Das ist quasi der amerikanische Lambda-Wert, AFR-Wert. Vakuum, das ist quasi der Unterdruck in der Ansaugbrücke.
und Batteriespannung 14,5 Volt. Der Knabe steht also gut im Saft. Dann haben wir natürlich jegliche Assistenzsysteme. Welches Display wollen wir lassen? Das musst du wissen. Wir machen mal Rennstrecke. Rennstrecke ist immer gut. Dann haben wir Auspuffsound, habe ich ja gerade schon gezeigt. Leise, normal, Sport und Rennstrecke. Jetzt kommen wir allerdings in den allergeilsten Teil, Track-Apps. Das heißt, wir haben einmal Beschleunigungstimer, haben mittlerweile viele Autos, dass man so ein bisschen 0-100 und so weiter messen kann. Und dann kann man hier sogar Bremswege messen, Rundenzeiten. So, und jetzt kommen wir hier schon zur ersten Sache. Wir haben tatsächlich eine Launch Control, die man auch noch einstellen kann. So, ich kann sie an- ausmachen. Wir machen jetzt mal auf Minimum. 2,5. Kupplung treten. Gang rein, Vollgas. 4,8. Oder 6,5. Junge. Ja, ob man es braucht, ist eine andere Sache, aber ja, braucht man. Ist halt dafür gedacht, verschiedene Untergründe, verschiedene Traktionen. Man kann halt seine Launch einstellen. Ne? So, extrem cool finde ich zwei Sachen. Einmal Schaltempfehlung. Man kann sich quasi man hat einen Schaltblitz hier drin. Mhm. Also man kann sich wirklich anzeigen lassen, wo man schalten soll. Das kann mein 350Z tatsächlich auch. Echt? Hat er schon einen Schaltblitz quasi? Ja, der kannst du auch einstellen, wann der. Krass. Jetzt sieht man es hier nämlich. Sieht man den Balken hier, wie er. Zack. Wir gehen natürlich auf 7,2. Jetzt nächste Sache, finde ich sensationell, weil es wirklich gut funktioniert, Drehzahlanpassung. Was ist Drehzahlanpassung? Drehzahlanpassung ist, man kann ja auch immer auf Info klicken, dann kriegt man so angezeigt. Diese Funktion emuliert die spitze Hacketechnik, welche ich nicht kann. Sie prognostiziert Schaltvorgänge und hebt die Motordrehzahl beim Runterschalten schnell und passend zum neuen Gang. Mhm. So, das heißt, man rollt an die Ampel. Es war extrem witzig. Ich hatte es aktiviert und meine Frau ist mit dem Auto gefahren. Und auf einmal schaltet das Ding wirklich mit Zwischengas die Gänge runter. Also, man schaltet immer noch händisch die Gänge drunter. Aber passend zum Runterschalten geht die Motordrehzahl hoch. So, und das mit dem lauten Auspuff ist einfach eine Funktion, die ich definitiv feiere. Dann gibt es noch zwei Sachen. Einmal Driftbremse. Driftbremse heißt wirklich, ist nichts für die Straße, nur auf der Rennstrecke machen. Hier ist gar keine mechanische Handbremse mehr, sondern die ist nur noch voll elektrisch. Und wirklich, ihr fahrt 80, tippt das so leicht an und hinten die Räder blockieren. Das ist wirklich so als Driftbremse gedacht. Heißt wirklich minimal anziehen und das Auto schmeißt sich in die Kurve zum Driften. Ne? So, die nächste Sache ist, die Vorderradsperre ist wirklich Line-Lock-mäßig, um einzuburnen. So. Das heißt, man kann jetzt Folgendes machen. Okay halten initiiert die Vorderradbremse auf dem Lenkrad. Bremse betätigen und halten. So, sobald ich jetzt Okay drücke, habe ich 15 Sekunden lang vorne die Bremse aktiviert. So, das heißt, wenn ich jetzt Okay drücke, guck, jetzt kann ich nicht losfahren, sondern kann schön hinten. Kann schön hinten halt anpulen. Und in dem Moment, wo ich nochmal Okay drücke, fährt dann das Auto los. Ist halt so richtig Vorstartbereich Amerika. Ich sag das ja, einen schönen Bernie ziehen. Normalerweise muss ich ja mit einem Fuß auf der Bremse stehen. In dem Fall habe ich den anderen Fuß zum Gas geben frei und kann halt wirklich richtig schön einen ankriegen lassen. Geil. So, aber jetzt erstmal Probefahrt hier. Da haben wir natürlich verschiedene Modi, die man durchklicken kann. Das kann ich auch am Lenkrad machen. Da gibt es einmal Rennstrecke. Dann gibt es Drag Strip. Sogar in Rutschig, da wird er wahrscheinlich alles wegregeln. Dann gibt es einmal angepasst, natürlich kann man sich das alles auch selber einstellen. Und Sport. So wie ihr mich kennt, wir gehen natürlich auch in Strecke. Allerdings, was man jetzt dazu sagen muss, der hat einmal eine Traktionskontrolle. Das heißt, beim Beschleunigen, wie er quasi das ESP regelt. Und dann kann man nochmal das ESP komplett ausmachen. Also ich muss schon sagen, ist schon irgendwie, ich glaube, der Normalo, der so ein Auto kauft, weiß ich nicht. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich denke mal, Ford Mustang ist so ein Auto für 40- bis 60-Jährige eigentlich, glaube ich, schon viele, die so ein Auto kaufen. Also, sorry, es gibt natürlich auch Jüngere, die so ein Auto kaufen, aber ich glaube, dass der Traum eines Mustangs bei mehr Älteren als bei mehr Jüngeren ist. So würde ich es mal formulieren. Ob die an diesen ganzen Features rumfummeln oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist so ein bisschen für mich wie Ambientebeleuchtung bei den ganzen neueren Autos. Die ganzen Jüngeren wollen es einfach haben, den Älteren ist es ziemlich egal. Mir persönlich ist es ganz oft auch ziemlich egal mit Ambientebeleuchtung. Man muss ja auch immer was für die nächste Generation machen. Und ich glaube, mit dem Auto hat man da schon ein bisschen was gemacht. Ich bin mit dem Auto jetzt schon ein paar Tage gefahren. Und eine Sache kann ich euch sagen, die ich nicht so cool finde, ist Thema
Klimaanlage. So, ich bin so ein Klimaanlagenfahrer und ich klicke bei dem Fahrzeug die ganze Zeit immer rum, weil ich kann sie nicht auf Auto stellen, weil sie auf Auto einfach viel zu stark ist. Also das Gebläse auf kleinster Stufe ist so krass im Gesicht, dass du auf Auto schon mal nicht fahren kannst. Das heißt, ich gehe immer sogar in hier rein und drücke die auf 1, also das Gebläse auf minimalster Stufe. Und selbst auf minimalster Stufe merke ich noch richtig hier drin einen Windzug, den man auch nicht kleiner machen kann, weil sonst kann ich es ja gar ausstehen. So, was wiederum cool ist, hat Lenkradheizung, hat Sitzheizung und hat, Nico, ich mach's dir mal an, Sitzbelüftung hier. Oh, merkt man aber sofort, ne? Mhm. Übersicht von dem Auto ist nach hinten hin, finde ich cool. Natürlich mit dem riesen Display, Rückfahrkamera, man sieht alles. Nach vorne kann man es wirklich gar nicht einschätzen, wie lang das Auto ist. Weil man guckt so auf diesen leichten Power Dome rauf. Ja. Man kann so gar nicht sehen, kommt da jetzt auch ein halber Meter, kommt da kein halber Meter mehr. Das ist schon... Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn wohl lieber als Automatik fahren würde. Weißt du, so mit 5 Liter Hubraum und 10 Ganggetriebe ist das ja so ein richtiger Cruiser. Aber, weiß nicht, dann doch irgendwie dieses, so dass man einfach so ein bisschen digitaler ist, einfach so ein bisschen spielen kann, ist dann, glaube ich, doch irgendwo cooler. Aber klingt auch von innen ganz gut, ne? Also ich muss auf jeden Fall sagen, hier war kein Sound Engineering notwendig. Hier sind keine Lautsprecher irgendwie im Innenraum. Der ja, meinst du, das hat er nicht? Nee. Also ich würde sagen, der klingt einfach wie ein V8 so klingt. Also die werden sich schon beim Thema Abgasanlagen ein bisschen Gedanken machen, dass es nicht zu viel dröhnt hier drin. Aber ich denke schon. Was ich witzig finde ist, man denkt bei 5 Liter Hubraum V8, denkt man, das Ding muss eigentlich unten raus gehen wie die Feuerwehr. Und das finde ich ist nicht der Fall. So, ich nehme jetzt aber mal einen dritten Gang. 1000 Umdrehung. Weißt du? Ja. Ich finde irgendwie, das ist ein Motor, der erinnert mich so ein bisschen an meinen RS4 B7 Motor. Weil der RS4 B7 Motor, Hochdrehzahlmotor, der braucht halt auch Drehzahl. Und hier finde ich irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, als wenn der für 5 Liter Hubraum in einem so unten raus verhältnismäßig schwach ist und dann hoffentlich gleich oben raus die Musik spielt. Ja, dieser Sound vom Anfahren ist, finde ich, fast am geilsten. Hier ist so, ne? Nee, direkt von der Ampel einfach gleich von so. Von der ersten Meter, ne? Ja. So, aber liebe Zuschauer, wir sind ja Autotester. Und wir haben von Ford ein Auto bekommen, das wir testen sollen. Ne? Jetzt gibt es hier so einen Knopf Driftbremse, den aktivieren wir mal. Man kann bei so einem Auto ESP ausmachen. Das heißt, eigentlich will ja Ford, dass man damit einen Kreis macht, oder? Ja, klar, muss getestet werden. Muss getestet werden, ne? Ja. Würde ich mal auch sagen, ne? So, und das Geile ist, wir fahren hier einfach nur auf den Kreis drauf, ziehen die Handbremse. Approved auf jeden Fall, das geht. Also da hat sich Ford auf jeden Fall mit der Drifthandbremse ein cooles Gimmick einfallen lassen. Das ist echt cool, ja. Wirklich nur antippen und los geht's. Was für diesen fetten Boliden auf jeden Fall auch extrem cool ist, wie leichtgängig die Lenkung dabei bleibt. Weil ich konnte eben gerade die ganze Zeit so fly-off-mäßig die Handbremse in der Hand behalten und konnte mit einer Hand das Ganze schon noch so... Aber krass, dass der auch direkt blockiert, wenn du die... Du machst wirklich nur und dann blockiert sofort. Also ist auch wirklich gefährlich, deswegen macht das auf jeden Fall nicht auf einer Landstraße oder auf einer normalen Straße, weil die Räder blockieren sofort. So, dann guck mal, sie ist immer noch aktiviert, sie geht auch nicht aus. So, wir biegen mal ab. Also mit der Driftbremse haben sie es auf jeden Fall wirklich ernst genommen. So, weil wir fahren 80 und ich tippe nur das Pedal an. Hast du gemerkt? Ja, nee. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Volles Programm, die Handbremse an. Und man kennt es, bei einem normalen Auto würdest du es gar nicht so schaffen, die Räder so blockiert zu kriegen. Also der muss wirklich alles, was geht, da die Bremse zusammen. Aber der Sattel hinten war auch schon gut groß, ne, für die Handbremse. Da muss ich wirklich sagen, geil. Also das macht einfach, also macht wenn, Bock, du, wenn du junge Leute dazu bringen willst, ein Auto zu lieben, gib ihm V8 Heckantrieb. Du kannst alles ausschalten und dazu eine Driftbremse. Aber, liebe Zuschauer, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Weil natürlich, das provoziert förmlich einen instabilen Fahrzustand. Und den sollte man auf jeden Fall üben.
Ich habe auch schon das eine oder andere Video zum Mustang gesehen. Der soll nicht einfach zu driften sein. Soll wirklich ein Auto sein, was schwierig zu driften sein soll. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die Traktion bedingt durch die Gewichtsverteilung relativ hoch ist auf der Hinterachse. Können wir jetzt natürlich hier auf der öffentlichen Straße nicht testen. Aber vielleicht, wir haben das Fahrzeug ja noch ein bisschen, müssen wir vielleicht unseren lieben Rolf nochmal anrufen. Weil der schreit eigentlich nochmal unbedingt nach einer Runde Bilsterberg im Regen. Weil ich glaube, wenn man das Auto, ich glaube, das ist ein Auto, das muss man erstmal an die Grenze fahren und dann fängt der an, richtig gut zu driften. Ich glaube, so einfach frei raus hat das Ding so viel Traktion, dass er deswegen wirklich schwer driftbar ist. Wo wir beim Thema Traktion ist, ich bin auf dieses Auto aufmerksam geworden beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, weil es gibt tatsächlich ein GT3-Auto von diesem Mustang. GT3-Auto ist eine Klasse. Damit man so ein GT3-Auto bauen darf, also damit man in dieser Klasse teilnehmen darf, braucht man immer ein Fahrzeug für die Straße, welches quasi homologisiert ist. Also das ist das Homologationsfahrzeug dann für die GT3-Autos. Der heißt GTD, also Ford Deutschland. Wenn ihr das hier seht, ich hätte Interesse daran, mal so ein Ford Mustang GTD zu fahren, weil wir blenden mal ein Bild ein. Das Ding hat 800 PS, Straßenzulassung, sieht wirklich brachial aus. Ja, vielleicht ist es ja mal möglich, an so ein Fahrzeug ranzukommen, dann würde ich euch das natürlich auch sehr gerne vorstellen. Ich hätte übrigens auch Interesse, ja. So ein bisschen wie das Rennauto. Sieht schon mächtig aus, ne? Mit diesem Spoiler, mit diesen ganzen Lufteinlässen. Sehr geil, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich bin mit wenig, wie sagt man, Anforderungen? Erwartungen. Erwartungen, sehr gut. Ich bin mit wenig Erwartungen in dieses Auto eingestiegen. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Seid nicht zu voreingestellt. Ich bin schon viele Autos, gerade auch bei Grip gefahren, die mich nicht so überzeugt haben. Aber bisher so auf den ersten Metern, bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten, muss ich schon sagen, schon. Ist schon cool. Merkst du, ich finde, der ist irgendwie schwach. Also das war jetzt gerade kein Vollgas gegeben, aber der macht nicht so, das ist auch so ein Punkt, wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte. Ich hätte gedacht, so ein 5 Liter V8, der schiebt unten raus kräftiger. Was ist denn eigentlich Leistung, Drehmoment? 446 PS, 540 Nm. Mhm. Nee, die waren gerade auf jeden Fall noch nicht am Start. Aber da muss ja obenrum eigentlich noch was kommen. Das werden wir gleich merken. 1700 Umdrehungen, zweite Gang Vollgas. Also ich finde, hier könnte er stärker sein und jetzt kommt er. Oh, jo. Ja, krass. Nee, ist ja wirklich wie bei deinem B7. Ist so ein bisschen, also der will und braucht einfach Drehzahl. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so ein, ich sag mal, Hochdrehzahlmotor ist. Dachte eigentlich. Dabei dreht er gar nicht so hoch, weil 7,5 geht, glaube ich, noch nicht als Hochdrehzahl. Ja, okay, aber die Kurve ist ja schon. Jetzt zeige ich euch mal, was ich am geilsten finde, ist diese Unterschalten. Wirklich einfach nur runterschalten. Ist auch so eine Funktion, wenn man das wirklich können will, mit Zwischengas runterschalten, ist das wirklich eine Übungssache. Und wenn es dann einfach eine Funktion gibt, die genau das für dich macht, ist das einfach, weiß nicht, feiere ich einfach. Ich erwische mich auch dabei, dass man einfach dauerhaft so rumfährt. Weil das passt sich natürlich passend zu den Drehzahlsprüngen an. Das heißt, schalte ich schneller einen Gang runter, also schneller nicht von der Schaltgeschwindigkeit her, sondern von der km/h in dem Gang, reißt er den Gang natürlich weiter auf, mache ich das Ganze früher, macht er das so ein bisschen. Zweiter Gang. Jetzt hören wir uns mal den Grenzer an. War das der Begrenzer? Ja. Schade. Bitte? Also ein harter Begrenzer wäre ja schon. Nee, es war der Begrenzer. Aber es fährt wirklich. Es ist wirklich so, als wenn sich einer da hingesetzt hat und hat die Leistungskurve so im Bleistift gezogen. Mhm. Und hat sich gesagt, so ja, in der Mitte, da machen wir mal die ganze Zeit 500 Newtonmeter und oben raus geben wir ihm nochmal 50 Newtonmeter mehr. So fährt er so ein bisschen so. Ne? Der fährt nicht so in der Mitte, so richtig bauchig, alles was geht, dann ein bisschen weniger. Ja, was soll ich sonst dazu sagen? Wirklich, für mich, gutes Auto. Reiz dazu, Dönings zu machen. Ich fühle mich auch wirklich wohl. Also ich würde wirklich gerne mit dem Auto bis in die Rennstrecke fahren. Weil irgendwie die Sitzposition, dadurch, dass das Armaturenbrett, finde ich, relativ tief ist. Und ich sitze auch für eine Serie auch mal endlich schön tief in dem Auto drin. Lenkrad schön nah, irgendwie ist die Position Pedalerie. Weiß nicht, wie würdest du das Auto so einschätzen, Bilsterberg? Eins. Eins ist schon mal. Ja, eine hohe 1,50 würde ich jetzt sagen. Also hohe 1,50 ist knapp unter 2. Ja, knapp unter 2, ja. Echt? Mit dem B7 bin ich 2 Minuten 5 gefahren, ne? Ja, und der sollte schneller sein. Ähnliche Leistung. Na, er ist schwerer, ne? Ja,
hast du nicht vergessen? Ja, hat aber Heckantrieb, kein Allrad. So, also unter 2 Minuten sehe ich schon als, also das wäre wirklich, also dann kann man wirklich sagen, das Auto kann was, wenn das Ding wirklich unter 2 Minuten schafft. Okay, andere Frage, ehrliche Frage. Würdest du es kaufen? Würde ich diesen Ford Mustang für 60.000 Euro kaufen? Ich glaube, mein Ami-Herz schlägt da nicht stark genug für. Ja. Nicht, weil, also ich glaube schon, dass das Auto, dass die Technik das Geld wert ist. Weil wenn ich mir jetzt überlege, 60.000 Euro, da kauft man sich einen voll ausgestatteten Golf R für. Ja. Wo man jetzt auch nicht viel, viel mehr Technik hat. Und man hat definitiv weniger Fahrspaß, das muss man einfach so sagen. Aber jeder, der mich kennt, weiß einfach, ich würde dann für das Geld halt mir eher zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, einen alten Porsche Turbo irgendwie so oder so einen alten GT3, okay, den wird man für 60 nicht kriegen. Aber so gerade M3, F80, so in die Richtung und so, da gibt es Autos, die auf jeden Fall noch mal mehr Emotionen verspüren. Ja, schon so sagen. Also andere Emotionen. Ich glaube schon, wenn du Amis magst, ich finde alles geil an dem Auto, aber bin derselben Meinung. Also es trifft vielleicht doch nicht genug meinen Geschmack. So, pass auf, es gab ja auch eine 0-100-Funktion, das wollen wir natürlich auch mal testen. Also das Coole ist, wir können sogar auswählen, wie wir starten wollen. Wir nehmen einfach mal die typische Drag Race Ampel und starten. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, im Lenkrad drücken. Ah geil, hier ist die Ampel. Richtige Drag Race Ampel, wir haben uns eingestaged. Ja, da würde ich mal sagen, den Start haben wir verpennt. Was war's? Hä? 3 Sekunden? Also, da sind wir beide auf jeden Fall gerade leicht. So, wie, wo, was und so weiter. Reaktionszeit, ist halt witzig, dass er das immerhin anzeigt. Reaktionszeit 1,8 Sekunden. Aber ja, ich denke nicht, dass wir gerade in 3,2 Sekunden. Also kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie, was weiß ich, gewöhnt, aber 3 Sekunden schnell, ne? Der Start war zwar gut und nicht schlecht, aber das waren niemals 3 Sekunden. Also das waren eher 5 Sekunden. Ja. So neben Dreh, ne? Also jetzt machen wir mal Rennstrecke. Aber das Feature ist auf jeden Fall witzig mit der Ampel. Also liebe Leute, so viel zum neuen Ford Mustang aus der 7. Generation. Ich würde euch gerne mehr zeigen, aber ihr wisst, die Autobahn ist voll. Wir können hier leider weder V-Max testen, noch irgendwie mal durchbeschleunigen. Das schreit nach Wiederholung, vielleicht auf der Rennstrecke, vielleicht auf einem Verkehrssicherheitsplatz. Also geil wäre so eine Kreisbahn in das. Da könnte ich mir auch vorstellen, wäre Spaß mit dem Auto. Ja. Wäre schon mal anfangen. Aber Rennstrecke ist schon... Oder Rennstrecke, oder Prüfstand, oder. Auf jeden Fall, ich will mich einfach nur noch mal bedanken, Ford, für diese Möglichkeit. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben mit dem Auto. Ihr kriegt das Auto auf jeden Fall mit abgefahrenen Hinterreifen zurück. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.